Blicken wir nach Worms. Das Backfischfest nämlich wird stattfinden. Das hat die Landesregierung Rheinland-Pfalz bekannt gegeben. Das Ganze mit Sondergenehmigung. Vom 28. August bis 12. September wird das sein. Erste Buden stehen auch bereits. Es gilt dann ein entsprechendes Hygienekonzept. Nur Geimpfte, Genesene oder Getestete dürfen teilnehmen. Zudem gibt es eine Kontaktverfolgung per App. Und auf dem gesamten eingezäunten Gelände gilt Maskenpflicht. Rund 5000 Menschen dürfen gleichzeitig teilnehmen. Testmöglichkeiten gibt es dann vor Ort. Eine Woche früher ist dann Heidelberg bereits dran. Sommer am Fluss steht dort nämlich an am Wochenende. Und Max Peter selbst ist Heidelberger. Und ich könnte vermuten, Max, nicht nur heute, sondern auch am Wochenende dann vor Ort. Was erwartet denn dann dich und die anderen Besucher? Ganz viel. Ich stehe gerade da, wo am Wochenende wirklich Ort des Geschehens sein wird, unter der alten Brücke direkt im Herzen der Altstadt Heidelbergs. Und neben mir von Heidelberg Marketing ist Joe Schwarz. Und ich gebe die Frage einfach mal weiter, Olli. Was erwartet uns denn am Wochenende? Sommer am Fluss, direkt am Neckar. Ja, direkt am Neckar, Sommer am Fluss. Wir hatten letztmals 2019 die Veranstaltung mit knapp 100.000 Besuchern. Und natürlich wird es eine abgespeckte Version geben dieses Jahr. Allerdings haben wir uns überlegt, und das ist wirklich eine Einladung an alle, die B37 komplett zwischen der Stadthalle Heidelberg und der alten Brücke zu sperren und die Anwohner und Gäste Heidelbergs zum Flanieren und Verweilen auf der B37 autofrei einzuladen. Und dazu kommt eben, dass wir sagen, wir machen zwei Eventflächen dazu, also sprich eine Bühne, auch direkt hier unter der alten Brücke und eine an der Heuscheuer. Ja, und hoffen, dass die Bevölkerung und auch unsere verehrten Gäste reichlich dazu strömen werden, um zu feiern. Hygienemaßnahmen, ganz, ganz wichtig. Wir befinden uns immer noch in einer Pandemie. Wie sehen die Regelungen aus? Was müssen die Besucher beachten? Also prinzipiell müssen die Besucher eines der 3Gs nachweisen. Das ist Grundvoraussetzung, überhaupt etwas stattfinden zu lassen. Darüber hinaus haben wir eine Kapazitätsbeschränkung auf einer Fläche, die eingezäunt ist. Das heißt, die Personen werden auch gezählt. Darüber hinaus müssen wir eben auch eine Kontaktnachverfolgung gewährleisten. Dies geschieht bei uns per Luca-App, beziehungsweise für die Personen, die die Luca-App nicht auf dem Handy haben, manuelle Eingabe. Ja, ich sag's mal ganz flapsig jetzt zum Abschied. Hoch die Tassen, rein den Wein. Am Wochenende wird hier Party sein. Sommer am Fluss. Ich freue mich tierisch drauf als Heidelberger und ich glaube, ja, ganz viele in dieser Stadt auch. Ich vermute auch, diese Freude ist gerade ein bisschen weitergegangen, auch noch auf andere Zuschauer. Danke dir, Max. Beste Grüße nach Heidelberg.